Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Open Studio. Ich habe gerade nachgedacht, das ist jetzt meine vierte Sendung, die ich im Zusammenhang mit Armut und Flüchtlingen mache. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Ich begrüße meinen Gast, Hans-Peter Gass aus dem Friedensbüro. Hallo. Und bevor ich ihn vorstelle, zeige ich Ihnen einmal das Tagesthema der SN. Ich habe mir heute eine SN mitgenommen. Man könnte vielleicht meinen, falls man die Ideen ausgehen, dass sie nachschlagen kann, was durchaus zum Thema passen würde, denn da steht drauf, vielleicht haben Sie es ja sogar heute gelesen, Fakten und Fiktion, Gerüchte zu Flüchtlingen auf dem Prüfstand. Und diese Geschichte, die dankenswerterweise die SN heute auf den Tisch gebracht hat, deckt sich mit dem, was wir heute vorhaben. 2+. Wir haben nur ein bisschen einen anderen Einstieg, ein anderes Thema, nämlich Stammtisch. Wie haben wir da gesagt? Parolen. Stammtischparolen. Braucht man nicht unbedingt einen Stammtisch dazu. Das kann in jedem Bus passieren, in der Bahn passieren, das kann am Markt passieren, das kann jederzeit passieren und verletzt in den meisten Fällen die Würde des Menschen und ist untergriffig und glitschig wie ein Fisch, wenn man es kaum konfrontieren kann. Aber ein Meister dieses Faches ist Hans-Peter Gass. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach mal erzählst, was dich ausmacht und was machst du eigentlich im Friedensbüro? Stiftest du Frieden? Ja, würde ich schon sagen. Ich mag jetzt gleich auf das Meister dieses Fachs eingehen. Bin ich gerade deshalb nicht, weil ich das mache. Das hat mich interessiert, das deshalb, weil das ein ganz großes Defizit auch von mir ist. So dieses Stammtischhafte ist ja nicht unbedingt was, was mich ausmacht, wo ich ja gut bin, wo ich ja viele Erfahrungen habe. Und das ist eigentlich, gerade weil ich da dann keine Meisterschaft oder erlebe für mich selbst, ist das ein Thema, das mich unheimlich interessiert. Und habe ja das Gefühl, dass ich deshalb auch Leute treffe, weil ich sozusagen eigentlich jetzt nicht der Experte bin, sondern eher der Fragende. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du das aufgreifst, deswegen habe ich dir das zugespielt, weil man dachte, es geht ja nicht um eine Meisterschaft, genau, überhaupt nicht. Weil bevor ich Meister bin, muss ich überhaupt einmal zuerst mich trauen. Es ist, glaube ich, eine Mutfrage und ich denke, vielleicht ein paar Beispiele, also ich habe vor 2 Tagen im Fitnesscenter bei uns einen erlebt, der gleich angefangen hat und gesagt hat, boah, jetzt habe ich also gerade gehört mit den Wohnungen, was da passiert, man soll Flüchtlinge aufnehmen und da wurde auch der Bürgermeister Schaden interviewt und gefragt, ob er bereit wäre, einen Flüchtling aufzunehmen und der hat gesagt, na, kann er nicht, weil er zu kleine Wohnung hat. Aha. Ha, 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 der verdient ja eh bis zum geht nicht mehr. Und ich stand in dieser Situation. Und was hast du gemacht? Ja, ich hab mir den Burschen vorgeknöpft. Ah, doch. Da habe ich gesagt, also da, ja. Aber nachdem ich deinen Vortrag gehört habe, war das nämlich so. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, also erstens einmal, ich kenne den Bürgermeister Schaden als anständigen Menschen. Mhm. Ich kenne die politische Situation da drinnen. Ja. Und weiß aber im Nachhinein, dass ich nicht einmal gefragt habe, wer hat das gemacht? Von wem hat er die Information? Ja, ja. Ja, aber es war total spannend, weil sofort ein anderer Mann gesagt hat, wieso weißt denn du das? Ja, dann habe ich gesagt, na gut, Flüchtlinge sind etwas, was mein Leben durchdringt und was mich sehr beschäftigt. Da ist eigentlich anders gegangen wie den meisten. Wir machen ja, deshalb hast du mir ja eingeladen, sogenannte Trainings gegen Stammtischparolen. Und da ist eigentlich eher die Grund,
diese Grundsituation von Leuten, die in so eine Situation kommen, wie du jetzt sagst, es muss ein Stammtisch sein, das sind im Endeffekt hauptsächlich so Situationen im öffentlichen Raum, eigentlich eher Bus, Bahn, öffentlicher Raum, die in die Situation kommen, dass du eine entweder verletzende oder einfach grundprimitive oder vereinfachende Parole daherkommt, wo man das Gefühl hat, dass, da muss man jetzt was sagen. Und die erste Reaktion bei fast allen Leuten ist, mir fällt nichts ein, wenn ich dann daheim bin, da merke ich dann, da weiß ich dann, was ich sagen hätte können. Ja, verstehe. Das tue ich dann die ganze Zeit sozusagen mitdenken. Und witzigerweise, wenn das nächste Mal wieder die Situation ist, habe ich es wieder nicht. Das heißt, es gibt da ganz offensichtlich einen Widerspruch zwischen dem, was ich mir da denke, was ich da sagen könnte, und dem, was ich in der Situation eigentlich fühle. Mach mal ein konkretes Beispiel. Woran denkst du bei dem, was du da jetzt theoretisch auffaltest, konkret? Ja, also ich kann so Beispiele natürlich von mir bringen, aber auch Beispiele aus diesen Trainings, wo Leute ganz, ganz häufig Bussituationen bringen. Vorgestern war das, da habe ich ein Training gemacht, wo jemand gesagt hat, mir fällt es ganz, ganz schwer, mein Verwandtschaftsbereich. Also wenn wir jetzt vor Gott aller Heiligen, wenn wir uns wieder in der Verwandtschaft treffen, da gibt es immer so dieses Problem, dass ich die Leute zwar nicht besonders gut kenne, aber bis natürlich weiß, wo sie herkommen. Und wenn da was Tiefes kommt oder wenn da was Grobes kommt, was mich sehr irritiert, dann fällt mir das total schwer, darauf zu reagieren. Ich bohre ein bisschen nach. Mhm. Was ist das, was du sagst? Konkretes Beispiel, was wäre so ein... Also, das Beispiel, das zurzeit permanent kommt, ist natürlich Flüchtlinge. Mhm. Deshalb hast du mich auch eingeladen, aber gleichzeitig bei den meisten Trainings sind es so drei Themen, die meistens kommen. Das erste ist eigentlich fast immer Geschlecht, Männer, Frauen, Sexualität, Homosexualität, Homophobie. Das ist ein ganz häufiges Thema, wo Leute wahrnehmen, da bin ich irritiert oder da weiß ich nicht, was ich sagen soll in so einer Stammtischparole. Das zweite sind natürlich solche Sachen wie Fremdsein, Anderssein, sogenannte Ausländerthematik. Und was auch sehr, sehr häufig kommt, ist alles, was zu tun hat mit Sozialem, mit oben und unten, mit arm und reich, mit Sozialschmarotzer und. Das sind so die Themen. Und wenn man so ein Training macht, dann kommen die drei Themen immer. Seit ungefähr 2 Monaten kommt nur ein Thema, das ist Flucht. Das sind Flüchtlinge. Okay. Das heißt, dieses Thema hat sich so eingeprägt in die öffentliche Wahrnehmung, dass andere Sachen, zum Beispiel auch die Bettelthematik, die jetzt einmal so lang war, plötzlich nicht mehr da sind. Ja, das ist mir so, schon aufgefallen. Hat sich so extrem stark die ganze Öffentlichkeit dieses Themas angenommen, dass ich das erste Mal ein Training gehabt habe, wo alle Leute die gleichen Beispiele gebracht haben, die irgendwas mit Flüchtlingen zu tun gehabt haben. Verstehe. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, da war diese Brennpunkt-Thematik um diese Zeit, wie dann das Bettelverbot verhängt worden ist, vorher extrem dicht im Raum, eine Aversion gegen die Armen. Und was die da tun und die klauen und lauter so sagen. Und da habe ich mich in der Klemme gefühlt, weil ich mir echt dann gedacht habe, ich kann nicht wirklich frei argumentieren. Warum? Gescheit reden kann ich, aber mit gescheit reden ist da nicht da. Ja, weil wenn ich dann hergehe und sage, ja, pass auf, Leute, ich war in Ungarn, ich habe das gesehen, okay? Und dann in eine lehrerhafte Situation eine Fall, dann falle ich durch. Und damals habe ich mich echt bestürzt erlebt, weil ich mir gedacht habe, die Sachen kommen viel von einer Bauchebene. Direkter, ja, genau. Direkter. Was uns also auffällt oder mir also auffällt, wenn wir sowas machen, ist, dass sie am schwersten in solchen sogenannten Stammtischparolen-Situationen, da können wir nachher eh darüber reden, dass der Stammtisch, dass man den Stammtisch ein bisschen verteidigen müsste, aber in solchen Situationen dann sie leider am schwersten, die sehr, sehr viel wissen.
die, ja, die bringen es einfach nicht zusammen, das, was da drin ist, aber zu brechen und die sind sehr blockiert von was ihnen eigentlich von dieser Kompetenz, die sie eigentlich haben, aber in der Situation bringt es ihnen gar nichts. Da sind Leute um einiges besser, die so einen direkten persönlichen Zugang zu jemandem haben. Da geht es gar nicht so sehr darum, Faktenwissen zu haben. Im Gegenteil, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die das Faktenwissen blockiert. Das glaube ich gleich. Das blockiert dich in der Situation, dass du denkst, sage ich jetzt das Richtige, habe ich jetzt die richtige Zahl im Kopf und so weiter. Und das blockiert, weil es ja eigentlich im Endeffekt um ganz was anderes geht. Das heißt, Leute, die einen persönlichen Zugang haben zu wem, die dann sind in so einer Situation einfach ziemlich leicht. Das gefreut mich, hilft mir aber nicht weiter. Ja. Aber die Geschichte, die mich bewegt, vielleicht, ich würde noch gerne eine Ebene ansprechen, das ist die Internet-Ebene. Ja. Die Internet-Ebene, ja, wo so wirklich wie bei einem Fisch durchgreifst. Mhm. Du hast ein Argument, du weißt, das ist ein blöd bis zum Gehen, es ist durchaus sogar gefährlich. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wo kann ich ansetzen und das aushebeln. Ja. Wie wir diese Trainings angefangen haben, vor 15 Jahren war das, da war das noch kaum ein Thema. Und wir merken immer mehr, und ich bin zum Beispiel, ich bin so in einer Gruppe drin, die sich so halbwegs regelmäßig austauscht, was man da dann. Und du wirst in den letzten Jahren immer mehr das Thema, dass die negativsten Stammtische sozusagen sich zurzeit in den Postings und in den Foren und in den sozialen Medien abspielen. Was dort passiert, ist sozusagen in Potenz das, was in Stammtischen passiert. Und meiner Meinung nach um einiges problematischer, weil einfach dieser direkte persönliche Bezug abgeht. Genau. Wenn ich, so wie wir jetzt benannt sitzen, wenn ich denen die anschaue, auch wenn wir uns unsympathisch sind und wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, hindert mich trotzdem irgendwas, dich ganz massiv zu beleidigen. Das ist offensichtlich in diesen Postings und Foren überhaupt nicht so. Das heißt, Da ist eine Hemmschwelle weg. Und deshalb tut sich das so massiv anders äußern und ist auch vieles verletzbarer und nicht mehr rückgängig machen. Ja. Weil auch was zum Beispiel das, was verschriftlicht wird, auch was veröffentlicht ist natürlich, hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir uns jetzt in einem Bier miteinander auseinandersetzen und beleidigen. Hat ganz eine andere Ebene. Mhm. Und würde fast sagen, da ist mir jeder Stammtisch bei weitem lieber als das, was sich da derzeit abspielt. Mhm. Ich würde da gern jetzt ein konkretes Beispiel erzählen. Mhm. Ja? Also ich bin ja Obertromer und wir haben einen guten Bürgermeister, mit dem ich recht gut reden kann. Der hat eben auch vom Stammtisch erzählt und hat ihm erzählt, dass einer der Stammtischteilnehmer also so echt ätzend über Flüchtlinge geredet haben, weil wir in Obertrom Flüchtlinge draußen haben. Ja. Was denn der tut und so. Und da ist unser Bürgermeister recht couragiert und der hat mir dann erzählt, er hat den gesagt, du, das passt mir gar nicht, was der Flüchtling tut. Wo passiert denn das? Und der hat gesagt, ja, naja, das kann ich dir nicht sagen, das ist Vertrauenssache und das habe ich von wem anderen. Und der hat gesagt, ja, aber ich will das von dir wissen, weil ich will hingehen und will das richtigstellen. Und der hat sich gewunden wie ein Aal und dann ist er abgepusht aufs Klo und dann kam er zurück, hat den Kopf hängen lassen, naja, hat er gesagt, das hat er erfunden. Ist das so ungefähr die Richtung, in der du dich bewegst? Natürlich, das ist eine klassische Methode, darauf zu reagieren, die auch gleich einmal einfällt und aber auch unheimlich wirksam ist, ist dieses Nachfragen. Das beim Thema bleiben und sagen, ich möchte jetzt wissen, erstens einmal, wo du das her hast, wer dir das gesagt hat, wie vertrauenswürdig das die Person ist und so weiter, wann das war, wo das war. Also dieses,
dieses Festnageln dieser Behauptung, die da im Raum steht. Da wird zwar das Gegenüber zwar permanent versuchen, sozusagen weiter zu hopsen und Thema zu wechseln oder zu harmonisieren und sagen, passt schon, aber da muss man dranbleiben und das ist ganz, ganz wichtig, da ja, hart in einer gewissen Weise zu sein. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig auch immer wichtig, die Leute wieder außerholen zu können. Außerholen woher? Aus dieser extrem peinlichen und demütigen Situation. Dass man konfrontiert wird. Dass man konfrontiert wird mit dem, dass man eigentlich, dass man was in die Welt setzt, was nicht stimmt, dass man wem aufgesetzt ist. Das kann ja auch sein, dass man da sozusagen selber draufkommt. Und ich glaube, bei allen diesen Sachen, wo man auch so dranbleibt und sich stark konfrontiert, ist es am Schluss auch wieder ganz wichtig, einen Ausweg offen zu lassen. Weil ich die Person ja mit dem fast nur mehr fixiere oder nur mehr irgendwie in ein Eck drehe. Weil die Leute ja nicht sagen, nein, das ist jetzt blöd, scheiße, habe ich da jetzt was Negatives gesagt, sondern die können in erster Linie nicht damit umgehen. Wie darf ich das verstehen? Ich meine, spielt das Umfeld eine Rolle? Ich meine, was ist, wenn da 10 ja. Mann da beieinander sind und du hast einen am Kick? Das Großer Unterschied, ob ich in so einer Situation, ob wir zu zweit sind. Ja. Ist eine ganz andere Geschichte, wie wenn du jetzt 10 gegen mich sind, wo ich ziemlich an Mut brauche, um auf das einzugehen. Da braucht es was. Oder was auch umgekehrt ist, dass ich mit vielen Leuten zusammen bin, die meiner Meinung sind und ich bin mit einem konfrontiert, der sowas einbringt. Das ist eine Machtfrage. Und in vielen Fällen ist das eine Machtfrage. Mhm. Und ich denke mir, wenn ich auf einer Seite stehe, wo ich mich gut fühle, wo ich Leute habe, die mich bestätigen, dann brauche ich diese Machtdemonstration nicht, dass ich dann im Endeffekt recht habe. Das brauche ich in der Situation nicht. Geht es jetzt um Recht haben oder geht es darum, ich sage wirklich Wahres, ich weiß nicht, was ich sage, oder ist das eine Streitposition, wo eigentlich der eine Recht haben will und der andere Recht haben will? Es geht gar nicht um die Sache. Gerade wenn man von dieser Stammtischsituation reden, ist das im Endeffekt eine Macht-Auseinandersetzung in Bezug auf Recht haben. Vielleicht nicht einmal auf Recht haben, sondern als Sieger aussteigen. Das ist fast noch wichtiger. Heimgehen und das Gefühl haben, ein gutes Gefühl haben, ich habe es gesagt. Ja. Egal, was da auf der anderen Seite übrig bleibt. Das ist sicher ziemlich problematisch und ist aber im Endeffekt auf so einer Ebene, gerade wenn es mehr Leute sind, die Hauptintention. Die Intention ist da nicht, jemanden zu verstehen. Die Intention ist auch nicht unbedingt, die richtigen Aussagen zu machen, der Wahrheit näher zu kommen oder sowas. Mhm. Die erste Intention in so einer Situation ist, als Sieger aussteigen und nicht gedemütigt werden. Ich glaube, da geht es ganz, ganz häufig auch um Demütigungen. Und gerade wenn Leute gedemütigt werden, indem sie zum Beispiel indem man sie so aufmacht und sagt, was sagst du vom Blödsinn, stimmt ja gar nicht, bewirkt es noch viel mehr, dass sie sich zurückziehen. Und ich denke mir, wenn man konstruktiv mit solchen Parolen umgehen möchte, dann darf man diese Methode nicht anwenden. Also, ich gehe jetzt davon aus, das hört sich jetzt so an für mich, als hättest du ein besseres Werkzeug. Kann man so sagen? Ein Werkzeug. Ja. Okay. Kann man Werkzeug nennen, ja. weil wir ja wirklich auch von Trainings reden. Das heißt, ja. Das sind Sachen, die man lernen kann. Ah. Indem man es öfter tut, indem man sich einlässt drauf, indem man auch Fehler macht, indem man es übt. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ganz gescheit, war sowas immer wieder mal zu üben im geschützten Raum und indem man sich in der Öffentlichkeit einfach auch mehr traut, zutraut. So, jetzt frage ich direkt, was kann man bei dir lernen? Wir lernen in solchen Trainings eigentlich zuerst einmal
dieses persönliche ungute Gefühl in so einer Situation zu bearbeiten. Was kann ich da? Das ist alles erste Wichtige, dass ich selber, dass mir nachher halbwegs gut geht. Dass ich nicht heimgehe mit dem Gefühl, man, da habe ich jetzt einen Scheiß gemacht oder ich habe nichts gesagt oder ich bin ein Feigling. Von was redest du jetzt? Von dem, dass du wem konfrontierst oder ich habe das jetzt nicht ganz gekriegt, die Stammtisch-Situation, du konfrontierst den? Ich bin in so einer Situation, dass jemand einen Blödsinn redet, was mich unheimlich aufregt, weil man denkt, stimmt nicht, da muss man was sagen. Wichtig ist, dass mir da was einfällt, eine Form findet, wo ich selber gut aussteige, wo ich mich selber gut fühle und nachher das Gefühl habe, war klasse, die meine jetzt nicht Sieger sein, sondern das war jetzt gut. Das Zweite ist das, dass ich eventuell was sage, was für die Leute, die da zuhören, vielleicht auch wichtig ist, weil man die oft vergisst. Und was nur ganz selten passiert, ist das, dass ich das Gegenüber, dem mit dem ich jetzt rede, dass ich da einen Zugang finde, dass ich vielleicht wirklich, also nicht demütige und nicht ins Eck treibe, sondern das, dass mir das gelingt, die Person irgendwie zu treffen, ein bisschen aufzumachen. Wenn das gelingt, dann ist unheimlich viel passiert. Jetzt den schwierigeren Teil. Praxis. Ja. Praktisches Beispiel, hast du mal? Ja. Also ich muss jetzt gerade, ich habe einfach eine Geschichte, die mich in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt hat und die in diese Richtung geht. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich bin in einer, das war eine Bussituation, wieder mal typisch, da komme ich auch nicht aus. Beim Bus. Da kannst du nicht vorbeigehen, da bleibst du mal drin, zumindest in so einer Station, und das verpflichtet einen irgendwie, was du da. Ich fahre mit meiner Frau im Bus von Grein nach Linz, und wer die Strecken kennt, weiß, dass dort Mauthausen auf der Strecke liegt. Wenn wir wegfahren in Grein, wollen zwar junge, wahrscheinlich sind es Flüchtlinge, ich kann es aber gar nicht so sagen, ich nehme es nur an, ein und fragen den Busfahrer, wo es da wohin geht, der sagt einem das und das war nicht der richtige Bus und passt, also war nicht viel. Und der macht die Tür zu und sagt zu der Frau, die neben ihm sitzt, ich fahre eh nach Mauthausen, da hätte ich es mitnehmen können und dort hätten sie einen guten Platz gehabt. Und zusätzlich sagt er noch, der Hitler hätte schon gewusst, was er mit den zwei anfängt. Nochmal Zeit. Und zwar ein Busfahrer, öffentlich, für alle verständlich, sozusagen als Unterhaltungsfaktor fast, und hat sich gar nicht jetzt unbedingt viel überlegt. Und ich sitze, oder wir sitzen da ein paar Sitze dahinter, und ich habe unheimlich spontan reagiert und bin zu ihm hingegangen und habe ihn sozusagen einfach richtig gestört. Ich habe gesagt, ich möchte gerne wissen, was der Busfahrernummer hat, ich möchte seinen Namen wissen und ich lasse das sozusagen jetzt nicht auf mich oder auf die anderen sitzen, ich möchte, dass sein Arbeitgeber und das wissen. Also ich war ganz aufgeregt und ich war aber auch ganz entschieden. Das war irrsinnig wichtig, diese Entschiedenheit. Ich habe gar nicht nachgedacht, bin sehr schnell hingegangen. War mir auch wichtig, dass meine Frau dabei war. Das ist auch immer ganz wichtig, jemanden dabei zu haben, der einen in einer gewissen Weise auch stützt. Unterstützt. Ja. Was da irrsinnig wichtig war, weil dieser ganze Bus nichts reagiert hat. Also diese Frau daneben hat auf diese Mauthausen, auf diesen Satz so genickt, so, ja. Gell. Und der Busfahrer, das Erste war das, dass er mir sagen wollte, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mit Ausländern schon erlebt habe. Und ich bin nicht drauf eingestiegen. Und das war, glaube ich, ganz gut. Ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt gerne wissen, was du erlebt hast oder wie du zu sowas kommst, sondern es gibt keinen Grund, den du mit Ausländern erlebt haben könntest, der in irgendeiner Form in Beziehung steht, dass die zwei jungen Männer da draußen noch mal draußen sind. Also da lasse ich mich nicht auf diese Situation
und war da ganz entschieden abwehrend. Ich will nicht wissen, warum. Aus. Mhm. Und das war für mich wichtig. Sag jetzt einmal, ganz, ganz wichtig. Ich habe das Gefühl gehabt, das war jetzt genau die richtige Situation. Mit dem nicht debattieren und gar nichts. Und das war sozusagen die erste Ebene, für mich das Richtige gemacht zu haben. Mhm. Das zweite ist das, dass ich das also ein bisschen überlegt habe, dem Busfahrer wird das wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig zum Umdenken gebracht haben. Klar. Allerdings die Leute, die da drin gesetzt sind. Da sind wahrscheinlich Leute drin, die das Gleiche denken wie er und die sich vielleicht denken, das sag ich das nächste Mal nicht. Also sowas darf man öffentlich nicht sagen. Sowas darf man vielleicht denken oder unter der Hand sagen, aber öffentlich darf man das nicht sagen. Ist auch schon was. Dann gibt es vielleicht Leute, die da drin so sind. So. Bei denen habe ich das Gefühl, dass sie sich wahrscheinlich gedacht haben, naja, recht hat er. Zu dir. So. Nimm ich an. Mhm. Oder Courage hat er. Oder finde ich klasse, dass er das gesagt hat. Mhm. So. Mhm. Und einige, die sich vielleicht nichts sagen, haben trauen oder die selber überrascht waren oder überfordert waren und die froh darüber waren, dass da jemand eingestiegen ist. Das heißt, es hat auf mich Auswirkungen, weil ich mich gut fühle. Gut fühle klingt komisch, aber es ist so. Ich hätte mich wahnsinnig schlecht gefühlt, wenn ich da drin sitzt war, wenn ich nichts gesagt hätte. Dann ein Bus von Leuten, die das wahrnehmen. Es ist bis Linz, ist, glaube ich, da hat da niemand mehr was gesagt, so eine Betroffenheit war da drin. Mhm. Aber es hat mich niemand bestätigt. Es hat niemand gesagt, klasse, dass du das gemacht hast. Mhm. Und das Dritte ist die Ebene von dem Busfahrer. Und da habe ich mir, das ist mir wirklich lang nachgehängt, das, es ist mir natürlich nicht gelungen, den Busfahrer irgendwie zu öffnen, zu wissen, ja. Was hast denn du, was ist denn, was sagst denn da für ein Blödsinn? Weil ich mir gedacht habe, ich kenne den nicht. Ich bin auch nicht in der Situation und das ist ein Level, wo ich mich nicht auf pädagogische Gespräche einlasse. Und da habe ich mir gedacht, das passt so. Aber wenn das wirklich gelingen würde, was mir wichtig war, dann war es schon ganz wichtig gewesen, zu wissen, was in dem vorgeht. Was hat der? Und das bin ich mir ganz, ganz sicher, das ginge nur, wenn wir zu zweit in irgendeiner Form eine Möglichkeit gehabt hätten, drüber zu reden. In dem Bus geht es nicht. Ja. In der öffentlichen Raum geht es nicht. Aber die Möglichkeit, mit dem noch zu reden, die wäre schon ganz, ganz wichtig gewesen. Aber ja. Ist so. Gut, das heißt, du hast dich dann gut gefühlt? Ich gut gefühlt, ja. Relativ gut, so, gut genau. Gefühlt, du hast da interveniert. Mhm. Und sowas kann man lernen? Ich glaube, dass ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin selbst sozusagen eher mehr zurückhaltend, nicht unbedingt jemand, der sehr, sehr, sehr schnell reagiert. Ich denke auch lieber vorher dreimal nach. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon gelernt habe, da darfst du nicht nachdenken. Da muss das da, was da rauskommt, und auch wenn es ein Blödsinn ist. Mhm. Weil es dann vorbei ist. Es ist wirklich. Nach 2 Minuten ist das vorbei. Du kannst da nicht 2 Minuten drin sitzen, nachdenken und dann plötzlich sagen, das hat mir jetzt nicht passt. Das geht nicht. Da ist die Spannung heraus. Da ich die Geschichte ja von dir schon kenne, ja? Weiß ich, dass du noch einmal ein Ende dazu gefügt hast. Ja. Auf das würde ich nicht gern verzichten. Ja, ja. Das ist ein wichtiges Ende, das mich aber nicht wirklich befriedigt hat. Das Ende ist das, dass ich dann gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, also das darf der nicht in der Öffentlichkeit sagen. Das geht nicht. Mhm. Und bin dann in Salzburg gleich Bahn, weil das war ein Schienenersatzverkehr, und dann zur Post, zum Postbus gegangen und habe gesagt, ich möchte das melden. Ich möchte gerne, dass ihr da was tat. Mhm. Ich habe dann wem, die haben mir Adressen gegeben, dem habe ich das geschrieben und die haben mir zurückgeschrieben, dass sie sich darum kümmern werden. Habe ich mir gedacht, naja, ja, werden es wahrscheinlich oder auch nicht.
Und ich bin dran geblieben, habe ein paar Tage drauf noch einmal gesagt, ich möchte gerne wissen, was da passiert ist. Habt ihr mit dem geredet? Und da kriege ich die Nachricht, dieser Herr arbeitet nicht mehr bei uns. Das hat mich an und für sich schon, eigentlich habe ich es klasse gefunden, dass die Post sozusagen das tut und sagt, das darf nicht sein. Übrigens hat das der Betriebsrat gemacht. Also die waren diejenigen, die das dann initiiert haben und gesagt, der macht uns den ganzen, unseren ganzen Ruf hin, wo ich sie gut gefunden habe. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich weiß schon, was dieser Herr in seiner Zukunft wird oder was er bei den Wurstdeutschen wollen, wahrscheinlich gewählt hat. Ich habe ihn natürlich in das Eck gedrängt. Ich bin da nicht so selbstkritisch, dass ich sage, das war ein Fehler. Aber trotzdem darf ich sagen, ich habe es ganz wichtig gefunden, diese scharfe, klare Aktion zu haben, um mich auch zu positionieren und auch die Post zu positionieren und die Öffentlichkeit zu positionieren, das darf man nicht sagen. Aber trotzdem ist bei mir immer noch sowas drin, ich möchte eigentlich schon eigentlich wissen, was in dem vorgeht. Und ich möchte ganz gern, dass sie bei ihm irgendwas tut. Ja, das tut sie sicher was, aber der wird dann vielleicht ein Stock sauer sein. Der ist stocksauer und ist natürlich noch mehr in dieses Eck gedrängt und ist noch mehr überzeugt davon, dass diese Flüchtlinge schuld sind an dem, dass er seinen Job verloren hat. Vielleicht. Schon. Naja, zum Zeitpunkt, wo du das tust, weißt du ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Überhaupt nicht. Genau, deshalb sage ich auch, ich finde das nach wie vor richtig. Ja. Aber der große Ehrgeiz wäre für mich schon der dritte Schritt. Dieser dritte Schritt, was macht es mit der Person? Also ich kann mir noch was anderes vorstellen. Was? Du musst auch die Geschichte vorstellen, was ist, wenn du nichts sagst. Wenn ich nichts sage, genau. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Mhm. Das ist nämlich die Frage, weil wenn du nichts sagst, dann fühlt sich der total bestätigt. Das ist... Und eindeutig. Aus Kommunikationswissenschaft heraus weiß ich, wenn du keine Öffentlichkeit herstellst, dann fällt es durch. Mhm. Ja, genau. Und nicht nur er ist bestätigt, der ganze Bus ist bestätigt, dass man sowas in der Öffentlichkeit sagen darf und es unwidersprochen bleibt. Ja. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte und das sehe ich auch so. Aber für mich ist dieser letzte Punkt, oder auch bei diesen Trainings finde ich das dann spannend, zu versuchen, wie gelingt mir das Öffnen dieses Gegenübers? Was braucht es da für Bedingungen, dass sich da was auftut? Und ich hätte jetzt gesagt, bei dieser 1000-Geschichte nicht. Weil das ist mir zu, da ist der Level zu eindeutig hoch. Aber es gibt natürlich auch viele andere Formen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor 2 Tagen ist diese Geschichte mit den Handys gekommen von den Flüchtlingen. Das ist, ist auch in den Essenz, steht das auch drin. Wie ist denn das Land oder die Caritas gibt, erzeugt ihnen die Handys und so weiter. Und das ist eine Ebene, wo man sozusagen reagieren kann, wo man einen Blödsinn aufdecken kann, wo man fragen kann, wie ist das bei dir mit deinen Handys und so weiter oder wie viel hast du oder solche Sachen. Da kann man schon was aufmachen und versuchen, im Gegenüber irgendwas anzusprechen, was für die Person nicht demütigend ist, sondern eher ermutigend ist, außer zu gehen. Jetzt brauchen wir aber, damit das nicht einfach so im Raum stehen bleibt, ein Beispiel. Ja, nicht nur das Beispiel, sondern warum gibt die Caritas denen Handys, die haben sie ja was doch dabei. Ja. Also, sagst du uns das auch noch? Das ist nicht die Frage. Das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, also das ist eine Ebene, die Informationsebene. Das heißt, da sage ich dann der Person erstens einmal, wo hast du das her? Also ich tue da nachfragen lieber, als die, dass ich es beantworte. Wo hast du das her? Was glaubst du eigentlich, warum braucht ein Flüchtling ein Handy? Der ist ja zufrieden mit dem, dass er ein paar Schuhe und was anzuziehen hat. Warum braucht er das? Und dieses Nachfragen ist ziemlich gescheiter, als dass ich ihm erkläre, warum. Eine andere Möglichkeit ist, wir sind ja dann meistens ja mehr Leute, das ist ja nicht nur zwei, auch andere mit einzubeziehen und andere zu fragen.
um ein bisschen von diesem oberlehrerhaften Erklären runterzukommen. Ja, ich denke aber, dass die sachliche Geschichte, weil ja das auch auf die Caritas zum Beispiel zurückwirkt. Ja, ja, ja? Das kriegen sie ja ständig. Und jetzt viel Geld. Ja, ja, ja. Ist es ja doch wichtig zu verstehen, dass diese Kommunikation ein total wichtiger Teil dessen ist, was sie leben lässt. Ja. Ja? Deshalb ist es zum Beispiel, finde ich das gescheit, darüber nachzudenken, was Handys für Menschen bedeuten. Genau. Das heißt jetzt nicht zu sagen, ob das stimmt, dass die Caritas das zahlt, ob die ein iPhone zahlen oder nicht, sondern zu fragen, was glaubst du, warum braucht der Flüchtling ein Handy? Ja. Und aber warum brauchst du eins? Ja. Und wenn wir dann drüber reden, warum du eins brauchst, weil ich brauche keins, dann kommt man drauf, wie wichtig dieses Bedürfnis ist, erreichbar zu sein, und zwar für uns. Wenn ich die Person dazu bringe, zu erzählen, warum ein Handy für sie wichtig ist, dann kann ich erzählen, warum es für einen Flüchtling 10-mal wichtiger und notwendiger ist. Aber da muss ich zuerst den anderen in irgendeiner Form aufmachen. Ich denke mal, dass diese Handygeschichte, da hängt in der Bevölkerung manchmal das drin, naja, jetzt kriegen sie ja alles, es sind Flüchtlinge, und wozu, ja, bitte brauchen die ein Handy? Ja, ja. Da hat ja eine Klasse, hat mir, die Lehrerin hat mir erzählt, dass sie in ich weiß nicht, in was ein Fach das waren, über Flüchtlinge geredet haben, und da haben sie ein Projekt gemacht, und da ist darum gegangen, einen Koffer zu füllen, wo es darum geht, ich muss jetzt da weg, ganz schnell wohin, Umweltkatastrophe oder sowas, was tue ich da rein? Und alle Schüler haben das Handy drin gehabt. Wenn ich das anders sprich, sozusagen, wie wichtig dass das für mich ist, dann kriege ich den Bezug zum anderen. Wenn ich jetzt nur sage, warum Flüchtlinge das brauchen, interessiert das die Person nicht. Du musst sozusagen über die andere Person zum Flüchtling dann kommen. Und das muss dann irgendwie gelingen, das wäre ein bisschen auf. Ich habe auch was Spannendes erlebt mit Handy, weil ich habe auch ein Handy. Ich mache jetzt keine Werbung, aber das Handy habe ich gekauft, und dann war ich in der Firma in der Alpenstraße, und dann stehe ich und kaufe das, und dann sagt mir der Verkäufer, du hast zwei Handys raus. Entschuldigung, wozu brauchen Sie zwei Handys? Schaut er mir an und sagt, damit ich eins herschenken kann. Okay. Habe ich gesagt, wie bitte, wo bin ich gelandet? Okay. Dann sage ich, was? Dann Sie? Ja, hat er gesagt, wissen Sie, gerade vor einer Woche war einer da. Ja, der braucht ein Handy, der hat sich keins geleistet. Mhm. Ja? Mhm. Da habe ich ihm eins geschenkt. Mhm. Ja? Und das sind so liebenswerte Dinge, dass ich mir gedacht habe, so, aber jetzt hast du wieder zwei Handy. Ja, ja. Okay? Und der hat gesagt, oh, Handy hat er so viel daheim. Aber er hat tatsächlich eines mit, was er verschenken kann. Hat auch ganz klar in dieser Flüchtlingssituation dazu bekannt, dass er gesagt hat, nein, denen muss man helfen, wie wohl. Okay. Und ich konnte es natürlich nicht lassen, habe gesagt, und wie helfen Sie denn? Ja, hat er gesagt, also es ist easy. Da kommt einer daher und braucht dann einen Gutschein. Mhm. Ja? Und hat aber nur 5 Euro. Ja. Und kann sich auf 10 Euro das nicht leisten. Ja. Dann schenke ich ihm 5. Denke mal, das ist eine so kreative Weise des Unterstützens, die muss auch einmal gesagt werden. Mhm. Ja? Und was so gut ist, ist an dem Gegenüber sozusagen das auszukriegen. Ja. Weil wir lernen uns jetzt zurzeit so wahnsinnig polarisieren. Die sind für Flüchtlinge, die sind die, ich mag den Ausdruck Gutmenschen nicht, aber es passt in der Beziehung natürlich, und das sind sozusagen die anderen. Und das haben wir schon im Blick, und wir gehen schon auf andere auch schon so zu, dass wir schon so wissen, was da jetzt kommt. Und deshalb ist es so gut, an dem anderen, und das gibt es wirklich bei jedem, Sachen außer Zuzeln hast du das bei uns daheim, wo er selbst einen Zugang zu seinem Thema kriegt. Ich möchte nur ein Beispiel
nennen, das ist Thema Sozialschmarotzer, das haben wir bei so einem... Ja, ja, der richtig, gell? Genau. Die super. Uhr verrät uns, auch innen. Dass wir Schluss machen sollen. Naja, wir haben noch 5 Minuten. Super. Die Sozialschmarotzer-Thematik. Und da hat bei einem Training einer gesagt, zum anderen, ja, bei dir ist das auch so gewesen, du warst ja auch vor ein paar Jahren arbeitslos und so weiter. Und hat versucht, ihn zu treffen damit, dass er redet über das. Das hat aber beim anderen ganz anders bewirkt, hat zugemacht, hat sich gedemütigt gefühlt und das. Ein anderer hat probiert, das so zu lösen, indem er ihm gesagt hat, du, ich habe vor, wisst ihr alle nicht, ich habe es auch nicht gesagt, vor 10 Jahren war ich auch ein halbes Jahr lang arbeitslos, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heißt, was das für mich geheißen hat. Ich habe Gott sei Dank wieder was gekriegt, aber das heißt das, dass sich die Person da selber geöffnet hat und selber aufgemacht hat und nicht sozusagen bei den Rechthabern war, sondern eigentlich eine Schwäche gezeigt hat oder ein Gefühl gezeigt hat, das war bei den anderen unheimlich beeindruckend. Das war eine Geschichte, wo alle dann auf einmal gesagt haben, ah, da habe ich gar nicht gewusst, stimmt ja und so. Sobald man von sich erzählt und von eigenen sozusagen Gefühlen, Geschichten, machen sie die anderen auf. Und das ist bei der Situation total gut gewesen. Und ja, das war zum Beispiel auch eine Geschichte, wenn man denkt, dass es wichtig war, auch in so einer Konfrontation nicht zu vergessen, dass da ein Gegenüber ist, den ich nicht unbedingt ins Extrem sollte, sondern außerholen sollte. Okay. Also, ich möchte jetzt gern sozusagen ein bisschen zusammenpacken. Ja. Mal, wie schaut es aus mit einer Schlussbotschaft oder etwas, wo du sagst, ganz einfach, konkret, wann ich in so einer Situation bin, was kann ich tun? Auf jeden Fall kann ich nichts falsch machen. Echt, wahr? Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man was sagt. In so einer Situation. Also da finde ich das Ruhigsein eigentlich den größten Fehler. Weil man spontan eigentlich fast immer richtig handelt. Man kann ja dann auch wieder was reparieren und so weiter, aber dass man in einer Situation was sagt und spontan ist und Gefühle zeigt und er zeigt, das ist mir nicht wurscht, das finde ich an und für sich die elementare Botschaft. Braucht es viel Mut? Zivilcourage? Ja, natürlich viel Mut und natürlich auch eine Form von Selbsteinschätzung. Ich sage jetzt einmal, wenn die Person stark alkoholisiert ist, aggressiv ist, so ein Eskalationspotenzial da drin ist, dann tue ich das nicht unbedingt. Da will ich jetzt nicht erhöht sein. Mhm. Aber wenn es sozusagen, ob das jetzt Schule ist, öffentlicher Raum, Familie, wo ich eigentlich in einem geschützten Rahmen bin, wo mir nichts passieren kann, da denke ich mir, da kann man diesen Mut aufbringen und man hat nachher eigentlich ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Und jetzt zum Friedensbüro. Ja. Ihr bietet so Trainings an? Genau, wir machen solche Trainings von 3 Stunden bis 1,5 Tage, wo es eigentlich darum geht, so eigene Geschichten ein paar Mal durchzuspielen. Okay. Da macht man am Anfang viel Fehler und ist aber am ehrlichsten. Je mehr man probiert, desto besser kann man das. Aber gleichzeitig ist natürlich schon viel im Hinterkopf. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das öfter tut, kriegt man einen anderen Blick für das. Also, und das hat was. Wie hoch sind da die Kosten? Hängt jetzt eigentlich von der Gruppengröße auch ab. Mhm. Aber wir haben so an die 50, 60 Euro in der Stunde. Mhm. Das ist das, was wir verlangen für solche Trainings. Das ist die Gruppe aufstellt oder die jeder zahlt? Nein, die Gruppe auftreiben muss. Okay. Ja, dann hängt es davon ab, ob 5 Leute auch 10. Ja, 5 bringt es nicht, weil diese Dynamik nicht entsteht. Aha. Wir sagen eigentlich meistens so, die Unterzahl ist 9, Obergrenze 18 etwa. Da kann man gut ausprobieren und spüren. Mhm. Gut. Mhm. Du, ich sag dir, für mich ist die Zeit im Flug vergangen. Freut mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Mhm. Freut mich, meine Damen und Herren, dass sie
bei uns gewesen sind. Ich freue mich und möchte zum Abschluss noch einmal die SN präsentieren, sollten Sie sie heute noch nicht gelesen haben. Da haben Sie eigentlich die Zusammenfassung von dem drin, was wir gemacht haben. Kann man sagen. Ja, und ich sage dir lieben herzlichen Dank. Interesse. Ich freue mich, dass die Zeit so toll verflossen ist. Danke Ihnen fürs Zuhören und Zusehen. Wünsche Ihnen eine gute Nacht und auf ein Wiedersehen bei einem weiteren Open Studio. Danke.